Wir nehmen jetzt mal das Briefing, kommt in-game. Genau. Ja. Gut, passt. Peter, du hast dich erst gerade neu gestartet und nein, du startest dich jetzt garantiert nicht. Ja, Windows Update. Nein, ich habe Windows Updates gemacht, du musst jetzt neu starten. Nein, du hast nicht. Aber. Und Discord kratzt ab und das Modset aktualisiert sich, es ist. Oh. Ja, heute ist hilarious. Das ist ja euer Problem, nicht? Das Problem hat man alles nicht, wenn der PC einfach 365 Tage im Jahr läuft. Nein, dann hast du andere Probleme, wie das Ace befindet, dass du nicht mehr einmal spielst. Ja, ist jetzt eigentlich Ace oder Aker gesehen? Ich kann das immer noch nicht sagen, weil jetzt tut es heute komischerweise wieder. Auf den ersten Versuch. Ich kann das nicht sagen, was es für eine Konstellation ist. Okay, Steffi ist am Tippen. Das hat. Er kommt nicht, PC tut nicht. Steffi? Die würden beide ohne kommen, weil sie nicht angemeldet sind. Okay. Die sind nicht angemeldet, sie sind Monster Hunter zocken. Gut, dann mache ich Weil sie Wussis sind. Okay. Gott, was hast denn die Kartoffeln ausgraben? Gott, verdammt! Soll ich nächstes Mal mit dem USB-Stick kommen? Ich glaube, der USB-Stick und das SBB ist schneller als Cablecom. Hey, jetzt ist es nicht sicher, so groß, es ist ausgelagert. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das Cablecom ist, sondern ich glaube, das ist auf sein Rechner, was nicht schneller verarbeitet. Ah, seine pseudosichere Firewall. Nein, das ist jetzt direkt über Rumänien. Nein, das ist nicht über Rumänien drin. Weil ich als könnte dir ja nicht bei mir drauf kommen. Wir wollen auch sonst nicht auf sich drauf. Nicht im Ansatz. Danke. Ja, ja. Ich hatte dich schon mal gesehen, nee, passt schon. Arsch, ja. Plötzlich kriegst du auf dich 2. Medic in Gang 4. Ich weiß jetzt schon, dass ich dafür leiden will. Also, das ist so der Moment, wo wir irgendwie so durch einen Steak gedreht werden. Irgendwie hängen rausgepurzen, so quasi tot, nur so die Nerven ändern am Twitchen. Quagleader, was it worth it? Oh, was it really worth it? Yes. Okay. Immer noch, das Schönste daran ist, wenn ich persönlich leide, dann könnt ihr immer noch weiter kämpfen. Ich sehe da kein Problem. Ihr seid zivil unterwegs und macht Ferien auf Stratis. Schon wieder, da wird eigentlich schon wieder. Ja, jetzt ist es halt ingegangen. Okay, was passiert wirklich? Ja, ich hole euch dann am Strand ab und alles weitere folgt dann. Also, genießt eure Ferien. Ich weiss jetzt schon, dass einfach alle am davor rennen sein werden. Wieso schafft es der Vater nicht? Ah, du hast noch das Ding drin. Nein! Oh, scheiße! Der Vater sollte ins Acre kommen. No? So, also kommt mal. Sie sind jetzt am Schwimmen. Nein, ja, ist gut! Ich bin schon überkarrt von dem Teil. Sag mal, wussten Sie, dass die Fahrzeuge alle so einen Schimmer haben? Schimmer? Ja, das ist der. Ja, der Ding, hat sein FF drin. Ja, das ist. Mehr. Hm. Ja. Was? Wieso? Ach so, jetzt geht ein Gebad. Oh, verdammt, ich kann meine Kleider nur anziehen. Ja, können wir kämpfen so. Also, wo ist jetzt der Vater? Er rennt dort hinten nebeneinander. Ich glaube, er ist zurück ins Hotel, er ist nachgeschissen. Also, ich weiss, das gehört nicht zum Plan, aber könntest du mir noch mal Kleider geben, bitte? Weil ich kann sie nicht mehr ins Slot was? Ziehen. Was? Nicht mehr? Ja, den Fehler haben wir schon ein paar Mal gehabt, wegen Original-Ding, Uniform. Es ist also, ja kein Ding, kein NATO oder kein Ding. Ich guck mal, ja. Hinten ist in der Uniform, was haben wir da gesagt? 4 Bandagen, 2 Morphe. Wo finde ich die Uniform? Muss ich also, du kannst ja mit einem Doppelklick auf mich machst, kannst du unten dran sagen Arsenal und dann kannst du mich einfach ankleiden. Unverschämt, du hast doch schon immer wollen Maverick rumspielen und nie. Genau. Arsenal. Es geht nicht mit Arsenal, Doppelklick, Arsenal. Ja, nimm die Hand da weg.
Ah, ich tue dich noch ein bisschen streicheln, ist gut. Mal, was ist das gewesen? Muss ich jetzt echt eine Kiste machen und dann dort drinnen Kleider deponieren? Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil eben, sie sind kodiert im Regelfall, dass es eben kein NATO oder respektive in dem Fall keine Russenuniform ist. Warte mal. Supply Crate, irgendwas sowas. Könnte eigentlich eine leere Kiste. Du musst eine Kiste nehmen und so leeren im zweiten Schritt. Okay. Also. Wer hat seine Kleider an? Ich habe gesagt, wir sollen in der Ferien. Ich hätte nicht immer wählen. Also, jetzt brauchen wir doch Kleider. Uniformen. Jawohl, die Sonne scheint ja noch. Alles gut. So, was haben wir da für Kleider? Was hat er vorher gegeben? Es muss etwas aus der Independent-Linie von den Kleider sein. Das ja. Ist genau das Problem, dass wir sie nicht mehr anziehen können jetzt. Stimmt, nicht. Zivilkluft können wir jetzt noch nicht mal anlegen. Nein. Da, so, Kleider sollte es drin haben. So, Kleider drin. Ja, geht nicht, habe ich schon geschaut. Mach uns zu Zivilisten kurz. Wir müssen eigentlich gehen. Ich habe so viel Mühe gemacht, für die Kleider loszuwerden, jetzt muss ich sie wieder anlegen. Wie kann ich euch zu Zivilisten? Ich mache es schon. Okay, ich warte. Weil es müsste dann eigentlich gehen. Eigentlich. Schön, am Strand, im Sonnenuntergang zu sehen. Ach, so gut. In Unterhosen und einem Unterleibchen. Genau. Gut, ihr seid Zivilisten. Sind wir. Sweet. Also mit deren am Boden geht's nicht. Aber wieso? Hä, wieso? Mit deren Zivilisten auch nicht. Hä? Das ist das Grundalignment. Mach es Arsenal, dann können wir jetzt gehen. Den Arsenal ist der Kiste machen. Virtual Arsenal, oder? Ja. Okay. Probierst du mal. Yay, er hat Kleider an. Haben wir Morphe und so auch drin? Nein, clear, fertig. Finger weg. Gut. Ja, passt schon. Ja, weißt du, weil wir Morphe und Bandage in der Uniform hatten? Ja, das kommt dir schon noch. Das kommt dir schon noch. Also! Wir haben noch was aus der Kiste. Das ist kein Problem. Weißt du, eine klaue immer aus der alten Kleidung, die am Boden liegt. Also, Vater kann seine Kleider jetzt auch nicht mehr anlegen. Dann müssen wir nochmal eine Kiste machen. Wind. Wieso hast du die Kiste nicht einfach stehen lassen? Kann sie weg da? Das habe ich gemerkt, danke! Und jetzt ist ja, sie wieder da. Der Vater darf sich auch wieder anlegen. Jawohl, sobald ich wieder im PC bin. Hä, also, ich höre mich jetzt, weil ich mit meinen Puppet... du nicht durchschaust. Ja, genau, aber wenn ich einfach um würde fliegen, würde mich nicht hören. Dann hören wir dich nicht, nein. Okay. Das ist gut vom Verständnis. Kein Problem. Was geht mit wieso, das ist doch sein Original da hinten. Ja, ich kann es nicht mehr anlegen. Ja, nein, die Figur da hier, das bist du, oder? Oder ist das ein Puppet? Nein, das bin ich. Also aber hören wir die immer. Und du hörst uns immer. Ja, jetzt schon, aber nachher, wenn ich dann rumfliege, weißt du, im Zeus Interface. Aha. Dann, also ich höre euch, das habe ich herausgefunden an der letzten Mission. Aber ihr hört mich nicht. Einfach nur über Funk. Also, ich höre einmal die Leute im Zeus Interface gerne. Ja, weil du die Einstellungen anders gemacht hast. Ah. Aber ich finde die Stille einmal noch beruhigend. Ja. Nein, ist eigentlich noch praktisch zum Wissen, was abgeht, wenn ihr euch zieht. Du musst ja Arsenal rein, dir Kleider schnappen. Ja, für Arsenal. Für das könnt ihr mich anfunken. Ja, aber... Ist geil, wieso habe ich im Ace Arsenal nicht die Möglichkeit, Kleider auszuwählen? Das ist riesig, okay. Also es ist jetzt ein Virtual Arsenal. Was hat die Kamera Kleidung drinnen, also? Das war eigentlich noch eine Mission, die sich für Deadpatch da... Arsenal. Was ist Deadpatch schon wieder? Quasi mit Militäruniformen kombiniert mit Hawaii-Hemd und Shit. So der klassische Mercenary-Style. Es ist lustig, ja, absolut nicht. Ich würde ja Mini anlegen, aber dann habe ich das Gefühl, dass ich die auch wieder nicht anlegen kann. Ja. Ja, nein, es ist tatsächlich... Hast du es kastriert gemacht? Warte, ich wäre das also, jetzt zum neuen Kleidungsstandard. Moment. Also ich Virtual Arsenal, okay. Das Arsenal auch, aber es hat keine Kleidung zum Auswählen. Wer hat es drin? Bei mir nicht. Hä? Gehst du über die Fremdinteraktion ins Arsenal? Ja. Okay. Bei mir hat es drin. Ich muss dir einen fucking Screenshot machen. Ich glaube doch schon, wenn du sagst, du gehst über Fremdinteraktion. Ich krieg nur meine Warren Clothes zum Beispiel. Das ist die, was ich auch habe. Ich kann da gar nicht auf zugreifen, als Zeus.
Obwohl, mit der Ace Interact. Ja. Ah, jetzt Arsenal. Oh. Aber ein 80 Gerät kannst du ausfassen, toll. Ah, das ist. Aber das ist das Problem. Ich kann ständig auf der Public Sourcer. Ich kann nur das Material auswählen, das ich bereits schon habe. Wie kann man denn ein komplettes Ding. Warte mal, ich mach. Ein Loadout laden könnte ich auch. Nein, bitte, noch keine 80 Geräte. Nein. Das ist geil. Das Einzige, was bei meinem Loadout geladen wird. Ah, fuck, okay. Ich sind Ding nicht. Ist das fucking 80 Grad. Aber das dafür in verschiedenen Arten. Warte mal, gibt's denn da noch andere? Okay, das. Okay. Der Jugger macht. Das 80 Grad ist cool, das Party. Schauen wir mal kurz die Dinge hier in die Explosives. Auch Ace Arsenal. Das ist explosive Kleider. Wie soll ich die Explosives hineinschauen, wenn ich da, nichts habe? Da, die andere Kiste, du Pflock. Ich mach mal eine Uniform-Box. Und gut, die hat jetzt Uniformen drin. Ich glaub, ja, da habe ich jetzt, ja. Ist alles gut? Kann ich die Kiste löschen? Ja. Okay. Jetzt soll ich jetzt einfach schnell die Kleider schnappen und dann gehen wir los. Also gut. Etc. So, empty. Jetzt irgendwelche zivilisten Kluften. Ja, ja! Nein. Ja. Ja. Oh, ey, du gehst ja gerade eine Präsentation, das nächste. Deine so. Animat kannst du aus deiner alten Kleidung rausholen. Ist das gut, tipptopp. Ja, ja, das passt, das ist gut. Unser VIP. Vater, deine Animat kannst du aus dem Ding rausholen, es geht. Entschuldigung, Herr Vater, der nur will behilflich sein. Oh, jetzt müssen wir sitzen. Ja, danke. Ja, weißt, du bist als VIP angeschrieben, dann muss ich dich schon ein bisschen sitzen. Ja. Also, ich würde doch gerne zum Znachti laden als Abschluss von diesem wunderschönen Tag. Kommt mal mit zu den Autos. Da steht sicher ein Ente. Wenn es quakt, ein Ente und schmeckt, ein Ente, dann muss ein Ente nur sein. Ich bin dafür, dass es Sekunde kurz. Er will uns einladen. Das heisst, wir haben es recht Nein zu sagen. Oh Mann, Kinder. Ich will jetzt nach. Es gibt einen Kaffee dort. Ja, aber die Frage ist, wir sind Zivilisten, wieso hast du einen Holster? Das gefällt mir irgendwie nicht. Oh, meine Güte. Ich weiß, dass es kein Holster ist, aber das weiß er ja nicht. Warte, so, jetzt ist der Holster weg, ist jetzt besser. Es ist kein scheiß Holster. Oh Mann. Darfst du nicht nehmen, das ist eh nicht drin. Was ist denn überhaupt? Ein Sidebag. Ja, das ist eine Beitasche. Ja, ist doch gut. Da kann man aber eine Pistole drin verstecken. So ein Schwulettenportemonnaie. Schwulettenportemonnaie! Ach so geil. Ich denke nicht, dass ich mit dem TÜV-Fahrer genau so eine Tasche anhabe, aber das ist eine andere Geschichte. Also. Bauer, das Interessanter ist ja, er hat gesagt, das Ding ist leer. Ja, lass ihn nicht dem glauben. Ja. Reit im Weg. Wahrscheinlich ist es voll. Moment. Das Funkgerät drin. Nein, die habe ich eben rausgenommen. Die habe ich im Messenger-Pack. Nein, es ist ein scheiß Funkgerät drin. Immer noch? Ja. Yeah. Doch, ja dann. Gut. Everybody, this is Fatal, who can read me up? Ah, fuck. Go fuck yourself. Würdest du hören, die Automatik so quälen? Was, die Automatik so quälen? Das ist ein Automat, also Tempolimit, also gut. Ja. Es ist 30, da ist ein Brock. Fick dich. Tempolimit am Arsch. Russian Driving, oder? Und die welche Scheißkanäle? Und die welche Scheißkanäle haben wir das verdient, dass du uns da einlädst, oder? Ja, jetzt. So. Ja. Vater. Wie? Nutzen denn die dort hinten ihren eigenen Schatten aus, oder was machen denn die zwei dort? Das sind sie wie. Es ist ein belebtes. Das hat auch noch andere Leute in dieser Stadt, gell? Also. Ja, aber ich will trotzdem nicht wissen, was sie da genau machen. Ja, das bin wir auch nicht. Muss schauen, sobald wir im Schatten verschwinden, hat der eine die Hose da unten. Ja, mit dem Feldstecher holen, ist gut, ja. Also. Das tut noch etwas, was der Shadow will machen. Hey, wir haben jetzt den bald Feldstecher. Also. Wait, super, jetzt kommt kommt noch die Pride March. Jetzt steht da schon wieder so schwuckeln. Das ist schon sie wach. Jetzt gehen wir mal ins Hinterzimmer. Kommen wir mal da rein. Und sie wach. Da,
Wir sind schon geladen worden, hinter einer Wache im Hinterzimmer. Hey, Batman schafft nicht im Team. Das ist unser Logo, das ist das Bettstats-Logo. Die sind nur bei Nacht aktiv. Wir hätten so eine geile Klimaanlage dort unten gehabt. Das ist nicht, wie die Klimaanlage funktioniert. Nein, definitiv. Das sieht aber geil aus. Das ist das Teil, das draussen ist. Ich wollte auch warm haben, da innen nicht kalt. Der Schlauch führt in die Wand und dort hört er noch. Ja, meine Güte! Ich kann jetzt nicht. Wendet euch vielleicht nochmal. Gut, ich kann euch jetzt erstmal Six anschauen, bevor ihr euch nachher aufs Briefing konzentrieren könnt. Six anschauen, AKA, ich sehe einen Haufen Bildschirmen und zwei Pricks. Gut. Also, ich habe nur einen Prick gesehen und er hat einen Gravat. Hey, yo! Hast du die Gravat mal genauer angeschaut? Und das OBS. Ja. So geil! Okay, ja. Der ist geil, Shadow. Der ist richtig geil. Weißt du, was da drauf steht, oder? Ich freue mich auf Shadow als ersten Zeus-Versuch. Links ist das OBS, in der Mitte ist der Zeus-Interface. Also ich spiele hier Amix Arma, oder? Das ist so ein Militärspiel. Wir können ja nach der Mission eine Runde spielen. Aber jetzt müssen wir dann Mission machen. Okay, der ist fucking epic. Und darum... Der Nutzen ist ein Verteidigungssatellit, aber alles okay, machen drücken. Ja, ja, also sind wir bereit fürs Briefing? Sind wir jemals parat? Ich weiß nicht, aber sonst würde ich dann mal, würd ich mal langsam anfangen. Also. Battlefield, let's rock. Alright, also. Du Shadow, du hast ein Problem mit deinem Mail-Server. Das hier ist ein Safe House. Wir haben Uplink zum Hauptquartier. Ich meine Laterne. Oh, weiss es. Lass die Laterne! Lass es zu. Ja. Nochmal. Das sind umgeschmissen. Sie purzelt immer noch. Ja, wie es Ding ist. Ja, also, die kann ich. Ich kann sie nicht als Simple Object machen, weil sonst würde sie nicht leuchten. Gott. Ja, ich weiß. Okay. Also. Vater, du hast den Auftrag, um auf die Laternen aufzunehmen. Also, das ist mir suspekt. Also, hör dazu. Es ist wichtig, es geht um die Mission. Wir sind da in der Ferien, was willst du von mir? Ja, Ferien sind so eben vorbei. Also, wir sind hier in einem Safehouse. Und das ist ein Ablenk zum Hauptquartier. Die Monitore, das ist die Anwesenheitssimulation, damit niemand sieht, was wir hier machen. Wir haben so alles, was es braucht, um unsere Operation sicher und unentdeckt können durchzuführen. Ich begrüße euch zur Operation Shadowhawk. So, ein Industrieunternehmen aus Südafrika namens Denel ist im Bereich Verteidigung und Luftfahrttechnik. Schon wieder auf die Wand. Sie haben eine Panzerabwehrrakete entwickelt. ZT-6 Mokopa. Das ist ein modulares Waffensystem mit Infrarot- und Laserzielsuchlenkung. Russland. Das ist ganz nach Südafrika, ja. Ja, das haben die hergestellt. Und ja, Russland will den Bauplan von dieser Rakete. Aus gesicherten Quellen geht hervor, dass sich die Raketenbaupläne in der Air Station Mike 26 befinden. Euer Auftrag ist simpel. Beschaffen wir die Baupläne und bringen sie hier ins Safe House. Für den Auftrag stehen euch folgende Ausrüstung zur Verfügung. 2 UAVs, ein Mörser, 6 AKs mit Zubehör und Munition. Unsere Jungs haben die Ausrüstung in 2 Toy-Toy-Schissen und einer Kieltruhe in einer Nacht- und Nebelaktion auf die Insel gebracht. Wir sind als Touristen unterwegs, undercover, in Zivil, das ist die beste Tarnung. Und solange nichts Außergewöhnliches auffällt, kann ich niemand etwas anlasten. Kein Problem, darum haben wir nachher AKs und UAVs bei uns, weil wir zivil sind. Hier kannst du eben... Acre is not connected to TeamSpeak. Was? Wir hört ja. Da hängen auf dem Bildschirm. Achso. Ah ja, 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 Screen. Ich weiss. Das ist, hey, es ja. Gibt das Crop-Tool, Shadow. Ja, dann hast du einen VIP. Mhm, passt. Jedenfalls eben, dort ist ein Stützpunkt, ein grösserer NATO-Stützpunkt, wo jederzeit kann Verstärkung schicken, wenn Sachen nicht mehr so rund laufen. Außerdem ist die lokale Polizeibehörde hier aktiv und kann unter Umständen Kontrollen durchführen. Sie sind also vorsichtig. Aber in die Autos, da kann man alles reinladen und wenn nicht mehr sichtbar ist, ist alles kein Problem. Das sind dann nach wie vor Zivilisten. Wir gehen uns nachher ausrüsten. Ich und der Jago werden dann zurück in das Safehouse gehen und wir sind erreichbar unter dem Call sein Kreml.
Da das eine Offensivoperation ist, bestimmt ihr, wenn und wie das ihr zuschlägt. Nehmt euch genug Zeit zum Planen und nutzt die Ressourcen, die ihr habt. Viel Glück. Haben wir unseren beschissenen Klohäuschen auch Drohnen-Terminals? Klar, alles was es braucht. Also, jetzt bin ich mir bei der russischen Versorgungskette nicht ganz so sicher. Ja, ich kann alles denken. Die russische Versorgungskette ist in der Regel besser als die amerikanische, weil sie liefert auch nur die Hälfte, aber wenigstens liefert sie für ein Viertel von der Preis. was keine Lüge ist, lustig. Ich bin mit Logistik von SOS gewöhnt. Ich bin da Zuverlässigkeit und Qualität gewöhnt. Also, im unteren Zimmer könnt ihr euch ausrüsten. Ich meine, das ist ein Klünki da oben hoch. Hey, das müsste dann bewacht sein, hey nochmal. Ja, der bewachte Kiste, weißt du? Ja, ja. Aha. Das ist erst der erste Teil. Keine Angst, wir gehen nachher noch tanken, dann kommt der zweite Teil. Habt ihr mal sicher wieder ein Fernglas? Wo ist jetzt mein Fernglas hin? Ausverkauft. Ich hab gemerkt, dass man vorher aus der Hand gestohlen aus sich. Sammelschluss vergleichst. Ja. Das ist genau das, was ich wollte. Das Fernglas rein tun und schon ist es ausgerüstet. Genau das habe ich wollen. Irgendetwas sagt mir, dass Ironie da irgendwie mitspielt. Oh, Earplugs. Das hat noch eine schlauere Idee. Lord and Savior. Rucksack auch, oder? Irgendein Fanaten sein, oder? Würde ein Rucksack als feindlich angesehen? Nö, das sind also, militärische Rucksäcke. Ich habe ja einen militärischen Rucksack, wegen dem werde ich ja nicht vom Militär oder von der Polizei hops genommen. Du bist aber auch in der Schweiz und nicht in einem NATO-kontrollierten Gebiet. Details. Ist Nightwish in dem Fall etwas, wo Zivilisten problemlos herkommen? Cool. Ja, die könnten da in den Rucksack tun. Das wäre eher etwas, was ich im Rucksack würde behalten und nicht anlegen, wenn ich es nicht brauche, weil das ist doch eher militärisch. Hey, ich bin vertrauenserweckend, ich habe eine scheiß Krawatte da. That's not how it works. Du, ist ja auch kein Problem, ich meine, als Zivilist trage ich auch immer meine Epis und Morphium mit. Ja, das kannst du ja. Das darfst du ja, ist ja erste Hilfematerial. Ich meine, jeder kann Menschen mit sich tragen. Hey, es gibt ja irgendwie Asthma-Patienten und Zuckerkranke. Also ja, die brauchen ja immer Morphium, genau. Die und haben, Epi, ja. haben auch irgendeine Nadel dabei, die Sachen macht und Drogen in den Körper lässt. Mein Gott. Ja, passt. Schnappen wir uns Kaffeelöffel und das Feuerzeug eigentlich? Nein! Schnappt euch das 152er und da wir den Shadow nicht haben, müssen wir momentan nicht sagen, dass wir kein Red Gull mitnehmen, oder? Das hätte ich mit. Okay, ich pack das Red Gull wieder rein. Du bist doch mir gewesen letztes Mal, Fatal. Jetzt habe ich extra an dich gedacht. Hey, steh hart, ich nehme jetzt eine scheiß Dose mit. Ja, ich auch. Jawohl! Das MRE bleibt da, das ist grusige MRE. Ja, wir haben das, wo wir haben, gell? Ja. Was der Hunger haben unterwegs. MREs, Russen, klar. Läuft. MREs. Wie sieht es mit eurem Sanimat aus? Habt ihr auch etwas eingepackt? Mhm. Ich hoffe, es hat genügend dort. Ja, ich sehe jeder einen Liter Blut. Das muss langen. Jeder hat 2 Liter Blut, 8 Epis. 12 und 6. Ich habe jetzt meine 5 Epis. Jemand zu Rest raus, der zu wenig hat, für den Fall der Fälle. 4, 8 Morphis und dann da schon. Wenn das nicht langt. Wenn wir jetzt da 5. Sigi, hast du auch den Feldstecher, bitte? Ja. Die 14 Bandagen, das muss länger. Büffel für die Leiche hat jeden, oder? Im Jahr. Ich würde nie ohne Lord and Savior ausrücken. Gut. Und Spätznass, das ist ihre Spezialität, hat man schon gesagt. Richtig. Wir benutzen auch den Klappspaten als Waffe. Also als Wurfgegenstand, als Mach und Tür und Zeit und jedes. Das Ding ist, ich habe es jemals schon einfach angeschärft, einfach nur so nebenbei. Ich habe auf YouTube kurz ein Video gesehen. Du kannst probieren, antworten. Verstanden, Volachi.
Funk funktioniert. Das funktioniert gerade. Okay, also ich glaube, das grundsätzlich größte Zimmer, also hat jeder ja, für Verklemmungsverbindungskontrolle antworten. Blei hat verstanden, Verbindungskontrolle für Meldung 3, ist aber nicht mein Problem, antworten. Verstanden, Blei hat Verbindungskontrolle, Verbindung 3, Schluss. Es wird gleich zu deinem Problem, du bist ein designierter Funk. Das ist gut, Homebox wird nie wieder von uns gehören. Hey, wir sind nie es da. Es gibt auch keine Homebox, es gibt einen Krebel. Wir sind nie da gewesen. Wenn die beiden Deppen da weg sind, dann konvertieren wir einfach. Ja. Also, sind die fertig ausgerüstet? Könnt ihr gerne versuchen, ich muss nur das Telefon an die nächste NATO-Basis machen. Ja, die fragen sich doch gerne. Zivilisten rumlaufen, die Informationen zum russischen Spionagebunker haben. Der Plan dann gut. Wir sind ausgerüstet. Also, dann gehen wir zum Auto. Hey, ihr sind die, die am Vorrennen sind, nicht ich. Ich bin schneller weg als ihr. Ich kenne ein gutes Hotel und ein gute Kaffee-Bates da hier. Aber man kann den nachher... weil der links hat er schon in die Wand gesehen. Ja, man kann ja noch ein bisschen kaffeln nachher. Autofahren und die, die es können. Ja, ja. Russian Driving, weißt du? Jetzt sind wir ja Russen, jetzt dürfen wir ja. Eigentlich habe ich gesagt, riding back. Weil ich glaube, ich sollte nicht fahren. Ja, von mir aus. Ah, das ist der... Ah, der Chuck. Ja, wir fahren selber. Ja, nein, ich fahre euch voraus. Es ist gut, weil Karten haben wir noch keine. Ja, ja. Also Karten sollte er haben. Nein! Hätte wohl offen. Nein, ihr müsst ja dann noch Sachen einladen ins Auto. Ich gehe nämlich ins Hinterzimmer tanken. Also. Oh, weil die Freude immer im Hinterzimmer steht. Genau. Das ist ja Garage, verdammt! Ist mir doch gleich! Das ist ein gutes Besteck, so, ich kann nicht euch ausrüsten. Wo ist da hinten, wo ist da vorne beim Einzimmer-Garage? Welches Zimmer ist das Hinterzimmer? Da ist der zweite Teil von der Ausrüstung. Also, wir werden sehr, sehr geschalldämpft gehen. Geschalldämpft. 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 Der Suppressor ist dabei, soll ich da kaum mitnehmen? Nein, wir nehmen nur Schalldämpfer mit. Okay. Vater, ich glaube, du kannst am ersten mit den Drohnen umgehen, oder? Jawohl, verstanden. Pistole? Ich nehme mal alle mit. Nehmen Sie mit, wir werfen Sie ja in Karren. Okay. Aber ich finde es geil, dass unsere Lieferanten nicht Pistolen da, wir hängen eh nur je in ein Magazin. Ah, ich habe noch kurz was vergessen, da muss ich noch schnell draufdrücken. Gut, alles gut. Okay. Also, dann habe ich jetzt keine Pistole, 4 AK-Magazine und ein. Also gut, ich habe 3 Pistolen, dann gibt es noch zusätzlich. Wahrscheinlich kann ich, weil ich der Erste war, wenn ich Pistole geschnappt habe. Ja, werf sie zurück, wir nehmen keine Pistole mit. Wenn es noch ist, werfen wir uns Pistole unterwegs. Okay. Weißt du, das Gerät 9mm? Ja. Das ist 9mm, ja. Ja, nehmen den Schalldämpfer weg von ihnen. Ich krieg das Ding nicht in den Rucksack hinein.
Also auf Mann habe ich jetzt nur das Funk gehört. Der Rest der kann er schon... ins Auto laden, wir haben da wahrscheinlich selbst. Wo hat er jetzt den Schalldämpfer hingelegt? Ah, da. Das ist der, den ich dort hineingelegt habe. Dann nehme ich da nochmal eine Pistole raus. Der Schalldämpfer ist wieder drinnen, dann könnt ihr den auch noch mitnehmen, weil 9mm sollte man schon... Soll ich noch eine Batterie mitnehmen vielleicht, oder? Ja, nimmst du sicher noch eine mit. Ich würde sagen, ich habe eine Batterie dabei. Wieder ein Pistolenmagazin, weil Schinken. Weisst du, gut, jetzt hat er 9mm. Okay. Jetzt müsst ihr den Schalldämpfer 9mm Suppressor und ein 7.62 Suppressor. Ja, aber gut, der ist auf die Waffe geschraubt, mit dem Visier. Ja gut, Waffe habe ich keine dabei. Keine AK. Du hast gesagt, nur der Schalldämpfer. Blöder Hund. Du bist ein blöder Hund. Yeah, no. Okay, Fatal schmeißt, was hast du alles im Rucksack drin? 12 Bandagen, 6 Morphine, Earplugs, ein Lord and Savior, 8 Epi, 2 Blut, das Night Vision, ein Can Red Gull, UFO-Batterie, 9mm Suppressor und 3 AK-Magazin. Gut, da du ja der Ding bist, der Drohnen-Operator, schmeiß mal deinen Rucksack sicher schon mal ins Auto. Wir nehmen noch einen Drohnen-Rucksack und sicher beide mit, zur Sicherheit. Schmeiß ich mein Zeug da auch schon mal in die Karre. Rechts. Regroup. Oh, warte jetzt aber nicht schon wieder, oder? Ah nein, das mal geht's. Gut. Ich hole mir den Drohnen-Rucksack. Ja, ich bin hier noch gerade schnell am Umräumen. Ich höre ein Fahrzeug, schauen, dass er die Waffe los wären zumindest. Preis, da kannst du eine BMW einmal nicht kopieren. Natürlich habe ich auch noch das Magazin im normalen Inventar, oder? Toll. Genau. Das ist obvious. Return to formation. Ich hoffe jetzt einfach, dass der hure Mörser auch noch Platz hat. Ja. Nein, hat er nicht. Hat er nicht? Nee. Gut, der Mörser, ich weiß nicht, ob er den wirklich mitnehmen will, weil... Du, ist ein klassischer Fall, möchtest du einen Wörter brauchen und keinen haben oder einen haben und keinen brauchen? Guter Punkt. Wegen dem Loaden kannst du ihn auch nicht ins... Warte jetzt mal, unter Umständen. Das ist da hier mein Assault Pack, ja. Ha! Das funktioniert, gut. Gut, man könnte ja eigentlich den Rucksack rausnehmen grundsätzlich und auf die Magazine in die Karre werfen. Man darf ein Luca Militär als Equipment im Rucksack haben. Ah, ja. Schneller. Weiss, ich hab da noch einen Schalli. So, bei Gott drin. So, ich hab meinen Rucksack wieder Bimmel. Funkgerät Bimmel. Magazine habe ich alle reingeworfen. Du eine Weinbatterie kriegen, dann muss ich einen Räumen selbst. Ja, also in Karan rein. Lord and Savior behalte ich im Rucksack. Fatal! Lord and Savior behalte ich mir in der Beitasche, ja. Fatal! In der Beitasche, okay. Ja. Fahr den Karan mal ein bisschen näher rein, vielleicht können wir die ganze Kiste einladen. Ah! Sag doch mal auf die Seite da. Noch ein bisschen.
Reload not reloaded, okay. Ja, ich müsste Spare Wheel rausnehmen, dann würde es gehen. Ich möchte einen Nadelschutzpunkt angreifen. Unload. Siehst du den Clip nicht unten rechts? Natürlich sehe ich ihn. Ist irgendwie... Wir greifen den nicht an. Wir klauen nur einen Plan. Ah, Shadow, wieder da. Das Mikrofon ist gerade gemütet gewesen. Ey, mich hat so verdatscht, was ich mich gerade tanken mit dem Bullen. Und ich kann noch schnell müssen den Clip setzen und ihre Reaktion beobachten. Ich, weil es mich ja so verdatscht hat, dort habe ich das Mikrofon gemütet und darum... Ach, dann haben sie mich gar nicht gehört. Naja. Ich habe den Clip gesehen, ich bin fast gestorben. Das ist jetzt eben, ich habe den einbauen nach dem letzten Mal. Und jetzt kann er mit dem Clip auf den Sack gehen. Ich kann beliebige Text reinmachen, bis 130 Zeichen. Zum Beispiel, dass die UAVs Energie brauchen und sie sollen daran denken, dass man Batterien wechseln muss. Oder. Ich kann es mir sagen, wenn ich etwas durchgeben soll. Ja, mach einfach. Und schön ist, sie können ihn nicht abschalten. Ja, weißt du, ich sehe das Bullet-Out, Moment, das ist der Jagger, er steigt aus und dann sehe ich den Tank schlüchen, ich kann nicht mehr können, ich bin so geil. Oh, ich muss jetzt erst das ist eine Tankstelle, ja, gut, Sämpfer, kann ich mal tanken. Gut, also, dann mach ich mal... Jetzt haben wir ein Auto alle Reifen abmontiert. Hans, ja gut. Ich muss mal meine Hausaufgaben machen und das Intel setzen. Und als nächstes bekommen wir alle Scheinwerfer. Ja. Soll ich Ihnen mal auf den Keks gehen und Sie fragen, was der Plan ist, oder? Per Funk, oder wie machst du es? Ja, per Funk, logischerweise. Ja. Ich mache da schnell das Intel. Bliard für Kreml. Sie haben sich als Bliard. Verstanden, schick. Verstanden. Haben Sie schon irgendeine Idee, wie Sie das genau bewerkstelligen wollen? Antworten. Negativ sind auch Logistik. Verstanden. Denke daran, dass es mehr als Smash and Grab machen soll. Also Loot ist nicht unbedingt das Problem. Mehr einfach schnell antworten. Hetz mich nicht. Verstanden, würde ich doch nie machen, Bliat, würde ich doch nie antworten. Verstanden, Schluss. Oh, go fuck yourself, Maverick. Hey, es ist so viel angenehmer, wenn ich mich in aller Ruhe um Mission kümmere und jemand aufnimmt mir den Funk ab. Das bringt so viel. Es ist wunderschön. Der zweite ist einfach schon viel entspannter. Sonst wäre ich jetzt wieder mit Funken beschäftigt gewesen, hätte nicht gewusst, was ich überhaupt machen wollte. Und ja. Das ist wahrscheinlich auch übrigens auch. Das ist übrigens auch. Ja, sie haben ja zuerst die Idee gehabt, dass sie Kisten in den Haaren laden wollen. Aber es hat dann nicht funktioniert. Ja, das ist zu gross. Nördlich vom Old Outpost hat es eine kleine Hügelstelle gesehen, nachher ein kleines Ding, dass wir sicher mal bis dahin können wir vermutlich fahren. Das Ding? Genau, das Ding. Das ist das Landepad von der NATO. Okay, also schlechte Anhörungsroute, hä? Ja. Okay, dann... Old Outpost selber ist zivil. Ja, das Problem ist, ich will nicht an dem, ja gut, man könnte an dem Pfosten vorbeifahren, das Problem ist, dass immer in direkter Line of Sight. Ja, auch gerade gesehen. Einzig, wenn man sonst könnte... Sind das Ihre Symbol auf der Karte? Nein, nicht mehr gesetzt. Ah, okay. Wir haben jetzt auch Artillerie übrigens auf die Insel von der NATO. Okay, ja.
Aber wir halten wir uns einmal zurück mit Arthil. Ja, vielleicht ja mal schauen. Sie besprechen jetzt den Annäherungsplan, aber noch kein Wort zu der Drohne. Gut, ich habe nicht alles mitgelöst. Ich werde dort mal ein bisschen Arbeit zum Hören. Dazu versehen, ja. Machen wir so. Okay. Faro Shadow, wir sind einfach ein bisschen auf Ferien, ein bisschen Inselerkundung etc. Shadow, Sigi, meinst du? Sag ich ja. Sagen wir durch und ich kann dann für unsere VIP machen wir ein bisschen Sightseeing-Tour über Stratis, damit er ein bisschen die Landschaft anschauen kann. Fucking hell game! So, da sie fahren los. Du hast vermutlich auch kein GPS und nichts, gell? Okay, warte schnell. Ah, der hat noch Optiken auf euren Nachkass drauf, okay? Ja. Fancy. Also, raus und Richtung Strand in erster Linie. Also im Prinzip die 180 Turn und dann Richtung Strand und dann rechts weg. Wo kommt er? Ja, weißt du, was ich von da raus? Du musst da raus. Oder so, ja. Dann links weg. Antworten. Haben wir verstanden, Schick? Verstanden, wir sind auf dem Weg. Da, Genosse, da. Was ist der Plan? Wir können jetzt mal gucken. Ohne Drohne, ja. Okay. Gut, dann gehen wir mal schauen. Denke daran, dass die Polizei noch Patrouille fährt auf die Insel. Antwort. Verstanden, wir sind Zivilisten, die können Patrouille fahren. Ja, jetzt muss ich mal eins für Drohnen durchgeben. Warte kurz. Verstanden, Schluss. Mach das anders. Ich warte, bis sie aus dem Karren sind. Dann kann ich das Gelächter gewahren. Das kannst du auch so. Aha. Also, warte. Podcast. Das ist geil. Das fragt hören. Da ist es noch nützlich, weißt du? Du kannst die gröberen Hiccups kannst einfach so ein bisschen entschärfen, indem du dann einfach auf den Sack gehst und Tipps gibst. Von dem her, ihr habt Drohnen, setzt sie ein. Aber sie machen jetzt ein Spazierfeld, ist auch gut. Wir lassen sie mal schauen, was sie machen. Und ich kann dann mit einem Klick also auf dem Action, weil ich kann NATO-friendly und hostile setzen, das ist blitzschnell. Also ich habe es jetzt friendly, von dem her sie mich nicht befürchten. Aber sobald sie irgendeinen Scheiß machen, es ist dann schnell umgestellt. Und sie sind im Moment Zivilisten, wir müssen sie, ja. Wenn sie vom Fahrzeug aussteigen, wieder zurück auf Ding stellen, weil sonst wird NATO... Nein, ich habe... Ah, sind sie Zivilisten? Oh, sind sie jetzt nicht mehr independent? Nein, ich kann sie zurückwechseln, das ist nicht das Problem. Ah, das müsste ich, weil sonst werden sie nie angegriffen. Ich habe natürlich independent. Ich mach das noch. Okay, sehr gut. Gibt irgendetwas, was ich soll tun? Nein, wir schauen dann mal zu. Mal schauen, was passiert. Jetzt haben sie genau ein Fahrzeug. Sie machen die Exkursion zusammen. Ich hoffe, sie nutzen dann nachher zwei Fahrzeuge und auch zwei Positionen. Mal schauen. Die haben ja in dem Sinn keinen Zeitdruck. Lustig im Fall, Mike in echt existiert absolut nicht. Ja, eben leider, dabei sieht sie so toll aus. Lustig ist allerdings, dass es wirklich eine in echt eine Position ist, wo es durchaus Sinn geben würde, etwas einzubauen, lustigerweise. Mhm. Ich
Ja. Das, was dran vorbeigeht, gibt es dann wiederum. Ja. Wobei. Chance 18 ist schlechter als die in Arma. Der Arma macht vieles, dass es besser ist. Das habe ich beim Dings gemerkt, beim Wildlands, das ist so schön, wie sie das gemacht haben. Aber wenn die Nacht würdest gehen, es ist viel zu eintönig. Die Landschaften sind zu weiträumig und. Ja. Im Game sieht es schöner aus. Sie haben es nachgebaut vom echten Vorbild. Ja, es ist aber, wenn der Map-Designer noch drüber geht, dann hast du. Denn das ist ja auch. Die Arma-Maps sind ja, ja, ja angepasst für Spieler. Du musst ja auch Steine und Löcher in den Zäunen haben, dass sie können taktisch arbeiten können. Muss ja auch Sinn machen. Das ist nicht spielbar. Okay, es ist die Hindernis. Geht im Fall. Sportlich. Voll. Ich glaube, sie prüfen die Distanz vom Links. Vom Mörser. Enden. UAV-Bag, nicht Mörser Tube. Ich glaube, sie wollen da hinten den Mörser aufstellen. Nein, sie haben jetzt den UAV-Bag rausgenommen. Ich glaube, jetzt setzt er nochmal die UAV. Sehr schön. Unser VIP macht das gut. Emil wäre blöd, antworten. Verstanden, schick. Verstanden, sind in im Operationsgebiet eintroffen und verschaffen uns jetzt mal den ersten Überblick, antworten. Verstanden, nutzen Sie irgendwelche Hilfsmittel und möchten gute alte Fernglasaufklärung antworten. Verstanden, sowohl als auch, antworten. Verstanden, in dem Fall. Schaut einfach, dass eure Drohne nicht gesehen wird, antworten. Verstanden, schaut, dass die Drohne nicht gesehen wird, Schluss. Ah, der ist so wieder umgestellt, sehr gut, merci. Unter 30 Meter in Luft, wenn sie jetzt gut aufschauen, sehen sie nichts. Stehen da. 150. Jetzt kommt unsere Polizeipatrouille. Ist gut, dass alles einfach so automatisch durchrast. Yes, sie geht die Straße entlang, sehr geil. Kurz geschiffen, ich komme gleich wieder. Der Sigi merkt, dass da ein Auto ist. Ich weiß aber nicht, dass es so cool laut ist, weil der Hügel ist dazwischen. Ja. Aber sie sehen, das Bullen sehen sie auch nicht. Ja, ja. Aufstellen. Sie haben auf den Staub gesehen, wirbeln und das Motorengeräusch gehört. Das ist schon mal gut, so von der Nervositätslevel. Eben, und ein Ziviles und ein Polizeiding. Ist gut, dann müssen sie zuerst schauen, was es überhaupt ist. Dann ist gut, dann fliegt ja unsere Drohne. Soll ich ein Arsch sein? Was hast du vor? Ich bin in Firing Range. ja. Du meinst Kamina Firing Range. Ja, ich kann schon den Perfum sagen. Ja, mach um. Geil. Ich sage noch gar nichts dazu, weil ich weiß nichts davon. Ich weiß aber nicht, ob sie so weit gehört, aber. Ah, stimmt, wir sind ja nicht Ding, ja. Wo ist denn, warte jetzt mal, Kamina? Die ist doch recht. Nein, warte, jetzt muss ich schnell schauen. Ich glaube, das gehört es eben. Das ist dort, hä? Hey, mach Schiess hier. Hurra. Also, zu zweit ist einfach viel geiler. Kann man so Scheiß machen. Und bis jetzt gefällt es mir voll. Bis jetzt funktioniert alles. Ich gehe mal zu ihnen und schaue, ob ich Tschüss höre. Jetzt ein Assignment verkackt. Es hat jetzt ein Assignment verkackt. Fahrzeug auf der Straße über uns. Der fährt gemäß dem Tracker auf uns zu. Dort hin auf der Straße passt. Was pullen nicht, der fährt zurück. Jetzt sind wir am Zeug zusammen. GP,
Ich werde nervös. Gehst genau darum, wollte ich eine lebendige Insel, die es auch Fahrzeuge hat. Das macht es auch nervös. Ah, das ist. Es sind nur zwei Patrouillen. Zwei Fahrzeuge. Das längt schon, das ist gut geil. Theoretisch können wir, weil ich habe die grüne Schrift. Technisch gesehen kann der genau sagen, dass bei dem Turm, den ich jetzt gerade markiert habe, ein grünes 4 steht. Okay. Bist du schon am Schiessen? Weil ich höre noch nicht. Ja, ich bin schon am Schiessen. Aber okay, ja. Ja, wir hören. Ah doch, ich glaube. Ich bin noch und schau mal. Nein, sie hören es. Eine andere Position. Kann ich ein Militär... Ja, ich hätte eine Militärbasis. Wir können Pfalzen auch gerne nicht mehr auf. Sie markieren jetzt die Türme auf der Karte. Eigentlich sehe ich ihre Karte nicht. Oh, jetzt habe ich gerade ein rotes Kettensymbol gehabt. Bin ich noch da? Doch, ist glaube ich gut. Ja, das ist nicht. Das kommt immer wieder mal. Uah, mir hat Schock gemacht. Nicht. Das ist nicht super schlimm. Das Marsch ein, okay. Halt. Arman motzt immer. In jeder Form. Das heisst, er lernt schnell was. Solange ich online bin, ist alles gut. Solange nicht start disconnected ist, genau. Alles okay. Also, du hast zwar keine Karte, Sigi, für dich fatal. Hier? Falls wir, attacked werden, respektive falls sie es noch merken und sie es kehren und wir den Plan gesichert und abhauen. Im strengen Galopp Richtung Norden, dann Richtung Nordosten der Straßenverlauf folgen und dann dort in den Wald und ab in den Slope. Das ist ein Fluchtplan. Nordosten. Du siehst mein Gäler. Bist du am Tempest am Schiessen? Im Prinzip geht da den Slope der Abend nachher. Ja. Also ich höre noch das nicht. Soll... Ich sehe es einfach auf der Karte gerade. Hä? Ich sehe den Gale nicht. Moment. Bist. Mach schnell. Ah, jetzt gehört es. Easy AV Controls. Ich höre es. Dann geben sie es merken. Liebeschuss. Ja, jetzt hören sie es. Ich höre formatfüllen Drohnen. Der Vater gehört formatfüllen Drohnen. Aber im Prinzip. Mike 26 ist ja vor uns. Wir sind auf der Straße her, vom Norden her kommen und herkommen. Ganz schwach gehört, ja. Was wir gehen statt dem alten Old Post vorbei, gehen wir rechts Richtung Hügel 204 und schlagen uns da nachher ins Dickicht und gehen Slope da ab. Ja. Weit genug weg von der Straße und wenn sie uns verfolgen wollen, dann müssen sie auch durchs Gebüsch. Okay. Ah, so schade sieht man die Karte nicht, was sie zeichnen. Das heisst, sie gehen auf und laufen mit, oder wie? Ich denke ja. Z raus, dann solltest du es eigentlich sehen. Dann kannst du mit M kannst hast du irgendwelche Fahrzeuge mal anschauen. Gesehen? Sie haben die Wachposten eingezeichnet. Also ich bin in so ein Interface. Warte. Nein, du solltest aber nicht im Z so ein Interface sein. Ich muss immer der Puppet sein. Ja. Und dann... Bei dem benutzt du Puppet-Karte. Ja, alles klar. Jetzt sehe ich einfach zwei Top, zwei, eins... Alles von dir. Ja. Ja, genau. Haben Sie irgendeine Ahnung, was ja, ich denke, die wären... Ja, sie haben schon Fluchtplan. Wir gehen bei 204 raus und ab. Ich denke, da werden sie auf Karte gezeichnet haben. Wir sehen es nicht. Das muss nicht sein. 204 raus und ab. Da unten müssen wir noch irgendwo eine Öffnung haben. Haben wir auf der Ostseite haben wir Öffnungen gehabt? Hast du etwas gesehen? Sie besprechen gerade Basis mit Öffnungen und allem. Also... Ah, ja, müssen auch sehe, die Türme müssten sie auch eingezeichnet haben, sicher, weil das habe ich gehört, aber... Ja, ja. Sie stehen, aber sie haben sonst nicht eingezeichnet. Ah, okay. Ah, doch, Fatal 2, ja, ist gut. Nein, ich sehe es. Dann haben sie vielleicht nur das eingezeichnet. Ah, dann ist alles okay. Gut. Dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Der Gitter dort im Ecken ist nochmal eine Öffnung. Das Schönste, wenn er doch immer da rein könnte. Ist geil, der Vater schaut mit den Drohnen an, wo es die Öffnungen hat im Haag. Ist geil, sie machen schön Recon. So muss das sein, das gefällt mir. Wenn sie Zeit haben, dann machen sie das auch. Ja, das ist genau der Sinn im Leben.
Ja, ich muss mal schiffen. Ich bin verblieben, antworten. Haben wir verstanden, Schick? Verstanden, sind auf der letzten Zug von der Planung, halten uns nachher auf Funkstille und melden uns, wenn wir fertig sind, antworten. Haben wir verstanden? Ja, wir haben die Assets zu mir direkt helfen. Ja, was ist der generelle Plan, dass wir jemanden abschätzen, wenn wir euch auf die KI-Liste stellen müssen, antworten? Wir gehen rein, nehmen den Plan und gehen raus. Verstanden, wenn ihr ab jetzt in einer Stunde nichts mehr hören von uns, dann sind wir ziemlich sicher gekillt. Antworten? Verstanden. Brechen die Funkstille, falls es aufgeht und ihr noch Gelegenheit habt zum Antworten. Denkt auch daran, dass ihr die Basis könnt vielleicht einen Kommunikationsblackout zuführen, wenn ihr Ding verwünscht. Die Radioantenne antworten. Verstanden. Wiederholen, wir brechen die Funkstille nur bei extremen Kontakten. Gleiches möchte ich von eurer Seite anfordern, aber er nimmt keinerlei Kontakt auf. Wenn wird der Kontakt von uns impliziert, antworten. Verstanden, ja, das ist klar. Eben wie gesagt, ich hoffe, ihr habt eingeplant, dass ihr Basis könntet einen Funkblackout machen, wenn ihr den Sendemast von einer verwünscht. Antworten. Verstanden, haben wir verstanden. Wir sind auf dem Weg. Schluss. Okay, Shadow, hast du es mitbekommen? Sie sind irgendwie auf dem Weg. Ich weiß nicht genau, wie sie angreifen. Das haben ich nicht mitbekommen. Aber sie ist. Genau gesagt, sie haben gesagt, wenn sie sich in einer Stunde melden, sind sie garantiert nicht mehr am Leben. Ja, Funkstille. Wir haben jetzt absolute Funkstille. Ja, das ist eigentlich gut für uns. Ich bin jetzt gespannt, wenn dann der Mörser eingesetzt wird. Und hoffentlich. Wahrscheinlich gar nicht. Die kriegen wir nicht vernünftig da an. Dann bin ich jetzt aber froh, dass es doch nicht so viel Wache dort hat. Aber ja. Alles aufgehört, ich habe so ziemlich alles an Munition mitgenommen, die wir haben. Also ich bin dann so ein bisschen Lastenträger. Aber Jungs, nutzt doch die Ressourcen, die ihr habt. Ich schau mal zu, ich sag mal nicht. Vielleicht machen sie es. Meine Drohne ist auf 3/4. Ich nehme nochmal eine Batterie mehr mit. Eine Batterie habe ich bei mir immer. Dann nehme ich die letzte Batterie noch mit, dann haben wir sicher genug. Ja, mein Problem wird es wird schwierig, das Ding runterzukriegen. Was mir nicht gefällt, ist der blaue Offroader. Hold on a hot second. Der blaue Offroader ist der blaue Offroader. Immer wieder mal da, das ist, wenn man sie sichtet. Nein, das Bullenauto gesehen auf der Drohne. Das ist halt Patrouille. Aus der Grüße kriege ich keine Thermosignatur auf dem Weg. Gehen wir. Okay, sie gehen los. Geile Sache mit der Schiesse. Ich finde es lustig, dass sie das so machen wollen. Ja. Ja. Mein Mann ist schon Mörser. Ja, eben. Dann. Ja, das werde ich sie dann schon fragen, warum sie da nicht eingesetzt haben. Aber vielleicht setzt sie sich. Ja, es ist ja technisch gesehen ein Smash and Grab. Also, sie würden gut dran tun, den Mörser mitnehmen. Respektive mindestens die Basis, ein Blackout zu verpassen oder so. Im Auto ist er auf jeden Fall. Ah ja, das habe ich nachgeschaut, das habe ich gesehen. Oder Cargo Loader. Verdammt, wo ist mein Nachtsichtgerät? Der Vater hat sein Nachtsichtgerät versifft. Ich gehe wieder da, Ja. Sehr gut. Du hast glaube ich eh Vollmond nachgemacht, oder? Ja, aber es wird glaube ich schon eine Zeit dunkel, bis, also wo die Sonne, nachdem die Sonne untergegangen ist, bis der Mond aufgeht, dort ist es dann dunkelste, aber nachher ist es wieder gut. Aber die kurze Zeit ist halt dunkel, ja. Etwa um 8 in einer Viertelstunde, 10 Minuten. Ach, ist das geil! Jawohl, wenn jetzt Bullenpatrouille euch würde sehen, dann jawohl, dann würden sie sich fragen, hey, ihr habt Waffen. Ich stelle sie jetzt mal noch nie auf Hostile. Aber du kannst mir sagen, wenn ich das mache, ich denke so nach dem ersten Schuss. Ja, sobald es der Schuss. Cops sind. Also nicht patrouillieren. Ja, die sind dort auf dem Berg. Kann ich.
kannst, glaube ich, jeweils das Fahrzeug übernehmen und nachher fahrt es patrouillieren. Nein, nicht das. Ich mache etwas ganz anderes. Ich bin viel gemeiner gerade. Also, was hast du vor? Nichts. Das ist nur ein Trupp, der jetzt noch seinen Marsch nach Camp Maxwell antritt, wo gerade aus dem Mike 226 rauslatscht. Oh Gott! Ganz gemütlich. Oh, weißt du was? Wenn wir Scheinwerfer anstellen, sollte ich sagen Flashlights, oder machen wir es im Dunkeln? Ja, eben, das würde ich eigentlich machen, aber ich kann nicht. Warte, ich mach schnell. Toggle Flashlights, Klick, Enable Blue for, los geht's. Wow, sieht das geil aus! Jetzt würde ich aber zuhören, wie sie das sehen. Jetzt müssen sie einfach clever genug sein, zum Beispiel eine Sekunde, zwei später angreifen erst. Ja. Jetzt sind sie nicht zu Fuß, also. Auf der Drohne. Oh, jetzt ist die ganze Basis beleuchtet. Schon geil. Die Gun-Flashlights, die machen eine Stimmung. Ich liebe das. Es ist schon ein bisschen wie Commandos jetzt. Basis angreifen und viel wachen. Hinter feindlichen Linien. Ach, die Kolonne sieht so geil aus. Ja, wir haben es gemacht. Wir mal schauen, wie sie reagieren. Ob sie verstehen, dass sie eigentlich noch ein paar Minuten warten müssen. Sie sehen es eh noch nicht, sie sind jetzt im Hügel. Es sind immer noch Drohnen da oben. Das stimmt. Das heisst, sie werden früher oder später wissen, dass die rum ist. Die sieht man gut. Mit dem 80. Hey, lass mal raus noch. Zur Dämmerungszeit. Ja, wieso zur Hölle gehen die gerade? Wenn ich in den Marschpunkt dann kann ich Dinge weg von der Stadt. Klick bestätigt, lange pro. Du Patrick, die wollen jetzt einfach gerade weggehen. Oh, ist das geil. Oh, unser VIP ist am Schnaufen. Das ist aber das, was ich das letzte Mal ein bisschen verbockt habe, oder? Weil technisch kannst du lange Märsch mit so Zeug ein bisschen. Klassiker, mal schauen, Russian Driving mit der. Oh, ja. Das ist, glaube ich, cool. Wobei. Okay. Wow. Cool. Wow, früher hättest du da 80% Verlust gehabt. Stimmt, aber wenn wir es vor einem Jahr oder zwei gespielt haben, sind wir doch aufs Trottoir gefahren und haben alles umgenietet. Das war ja dort, wo wir die Ausrüstung haben schnappen können. Nein, früher hattest du irgendwie 80% Verlust gehabt bei dieser Patrouille. Seriös, ein Offroader ist, das ist so ein Gendarmerie-Jeep. Verstanden, wenn der Patrouille westlich, südwestlich vom Camp. Okay, der Fatal hat gesehen, dass es eine Gendarmerie ist und der Maverick sieht, dass es eine Patrouille ist. Sie funken einander gerade. Mal den Jungs sagen, dass es wirklich ein Nachtsport, Abendsport wird. Die Idle Animation, die sind ruhig, die sind einfach am Patrouillieren. Ungefähr 200 Meter links vom Turm. Geil, jetzt sind sie Basis anlegen, was da dumm ist dort. Gut schauen. Jawohl. Ich habe gerade gesehen, dass die am Patrouillieren sind, die drei. Schön mit Licht. Kann wieder zurück und zuhören. Ich denke, wir stiefeln da mal los. Okay, sie gehen los. Lang habe ich nicht mehr. Ach. Der Vater hat gesagt, lang habe ich nicht mehr. Ich denke, der spielt auf die UAV-Batterie. Tja, Batteriewechsel. Der Clippy hat eigentlich gesagt, Bube. Dann will ich keine Ausrede mehr. Das ist nicht das Problem. Hat sie im Auto Batterie? Ich habe jetzt auch nicht geschaut. Nein, das Problem ist, sie kriegen die Drohne nicht. Wir haben hier gerade so ein kleines Slope, wo auch ein bisschen Talsohle hat, probiert da hin. Ja, du willst nicht sie mitnehmen, hast du gesagt, gut. Was? Du hast gesagt, du willst nicht sie mitnehmen, also. Weil sonst hätte ich jetzt schnell. Sonst hätte ich jetzt die Patrouille, die da gerade am. Quasi 2 Meter ab ihrem Fahrzeug durchrennt, weißt du? Ah, ich sehe, ja.
übergeschickt und bla, aber machen wir jetzt. Nee, die ist, ich werde schon, dass sie gewinnen und sie haben jetzt nur ein Fahrzeug dabei, also. Ja, machen wir es schnell abhauen, also ja. Eigentlich kannst du die Mission nur mit Fahrzeug machen, der Mörser geht weit und Drohnen auch und dann klack, 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 fertig. Und dann musst du das Fireteam, das in der Nähe muss sein. Ja, sie sind nur zu dritt. Ich finde ihre Aufstellung jetzt eh lustig, dort. Ganz ehrlich sagen. Ah, deine Patrouille läuft schneller, sehe ich gerade. Ja, ja, kann sein. Nein, ist eh gut, weil es ist ein ziviles Fahrzeug, das ist ja auch nicht interessant. Das kann ja durchaus mal dort stehen, auch für eine Patrouille. Ja, ja, vor allem Griechenland sowieso. Ja, ja. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass die Drohne, nicht die Drohne hat sich ver... Ah, kann ich mal löschen. Landet sie? Ja, ich hätte zwar schon die Patrouille rausgelöscht. Ah, ja, ja, ist gut. Okay, der Vater hat die Drohne gelandet. Start, jetzt hat er sie gefickt. Das war's schon. Ja. Wenn ich weiß, wo das Bearing ist, dann hätte ich das vielleicht schon noch umnehmen. Wenigstens explodiert. Vater ist in de, ins Gebüsch gefräst mit der Drohne. Ah, oh, shit. Mhm. Ich hätte ein Auto und könnte eine zweite holen. Ja gut, weißt du, das nächste Mal könntest du machen, fällt mir gerade ein. Mhm. Du nimmst einfach mal grosszügige Cargo-Drohne rein und Sprengstoff. Cargo-Drohne? Ja, es gibt Cargo-Drohnen, wo du Zeug durchstoppen kannst. Oh, mein persönlicher Favorite ist die mit den Handgranaten zu stopfen, C4 dran zu kleben und sie irgendwie das Gebiet jetzt zu crashen. Aber das wäre vielleicht die Option. Ich glaube, ich baue die Mission, falls wir sie dann ein zweites Mal spielen, baue ich das dort ein. Sprengdrohne, genau. Okay, jetzt kommt der Moment, wo Trigger happy musst sein mit dem Chance Side. Okay, soll ich es jetzt machen? Weil ich meine, sie triggern ja erst, wenn sie gesehen werden. Jetzt kommt ich würde noch warten, bis der erste durch die Türe durch ist. Jetzt würde ich anfangen, jetzt würde ich es triggern, dass okay, sie feindlich sind. Okay, NATO-Hostile, es ist feindlich. Okay, sie müssen jetzt... Ja gut, jetzt liegen sie, das ist eh kein Problem. Oh, aber die Patrouille kommt verdammt noch. Ja, ich habe darum nicht gesagt. Wenn sie den Weg gemerkt haben von dieser Patrouille, die geht immer die gleiche Route, dann wissen sie jetzt, dass sie am Arsch sind. Oh je. Oh je, dann hat es viel zu viele Gegner. Jungs, sie hätten Mörser und alles. Oh, scheiße. Nicht so gut. Du, das ist nicht, was sie im Knife-Fight nicht gewinnen können. Denkt ihr, dass das alles ziemlich gute Spieler sind? Oder? Stimmt. Oh, oh. Nein, jetzt sind sie geleitet. Einer von den NATO-Typen hat es ja, bekommen. Der zweite von den NATO. Und dritte von den Jungs sind noch da. Dritte auch. Ich habe sie nicht mal groß eingesteckt. Ich kommandiere mal keine AI, ich will einfach machen, was passiert und passieren muss. Jetzt, ja. Sie machen auch tatsächlich den Standard-Vorgehen-Modus ohne Mörser, einfach so Fireteam-Mask. Ja, okay, kann man machen. Gut, dann machen wir das so. Zum Glück ist die Basis nicht zu stark. Man kann es gewinnen eigentlich. Und sie sind ja gut im Häuserkampf und allem. Intel steht auch. Wenn der Nerf dabei gewesen wäre, der hätte sicher auf den Mörser gesetzt. Er hat doch mit dem Ding spielen. Ist der eine ins Fahrzeug eingestiegen? Ah, bist du in der Puppet? Dank der Lichter gesehen, sehr gut, wo die Gegner sind. Mach wie im ersten Kampf. Pappe gegangen und hat dann einfach geschossen. Wollen wir mal Helis losschicken? Ja, sie haben nämlich keinen Blackout gemacht. Ja, also gut. Ich würde zuerst die Drohne nur schicken. Ich tue mal. Oder willst du. Einfach mal den Heli zum Suchen mit Suchscheinwerfer.
Ich lade mal ohne Crew drin, also ohne Benches, dass einfach mal schauen, was ist denn da überhaupt Solid los. Copy. Und dann, dass sie ein bisschen Immersion haben. Geht mehr um das. Kann man den stufenweise, kann man es aufverfahren? Ich würde zuerst mal nur einen los. Ja, von jedem. Eigentlich kannst du im Fall Ding direkt hier tun, weil sie haben kein Communication Blackout. Das ist das Problem, sie haben eigentlich keinen Communication Blackout erzeugt, weißt du was ich meine? Ah, das heisst, die Helis hätte jetzt wirklich losgehen. Gut, schickst du ja. 1000, ich sehe gerade, du machst beim zweiten, das ist gut. Der erste kommt mal ohne, dann können sie sich auf etwas gefasst machen und der zweite ist dann mit Spezialparty. Ach, wird das geil. Gehen wir mal zu los, jetzt haben sie Rauch geschossen, okay, es ballert. Oh, ganz ehrlich, wieso will ich mehr so meine AK? Langsam, das ist das Problem. Ja. Ich, mit dem Mörser, du machst klick, 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 spätestens nach 1-2 Minuten ist die ganze Basis flach. Du gehst rein, nimmst das Intel weg. Oh, sie sind im Gebäude, was denn gerade reingeht. Und dann der Heli. Hoffentlich schaffen sie sich auch noch zwei im Gebäude. Aber sie gehen gut vor. Da hat eine Granate geschossen. Ups, der Digi ist am Boden. Okay. Oder Maverick, soll ich Toggle Unconscious machen, dass der Sigi wieder kommt, dass er eine Chance hat? Moment nicht, weil du würdest ihn einfach nur wieder auf den Boden hauen. Stimmt, da steht ein bei ihm. Wie ist es mit dem Fatal? Fatal ist wieder okay, alles klar. Jetzt kommt der Heli mit den Suchis, gut. Ich lasse einfach mal mit dem Suchschein einfach ein bisschen rumzwitschern, da passiert ja nicht mehr. Das ist jetzt for Immersion. Oh. Lass mal unsere Jungs finden, weil sie Intel. Wir mal schauen, ob wir das Appy drücken. Oh shit. Ja, Leute gehen davon aus, dass der Gegner noch online ist. Ja. Aber gut gemacht, Maverick. Ja, stimmt. Wo hast du Intel? Intel ist dort Skala Viereck auf dem Schreibtisch. Weit Abstellkämmerli. Wenn du schaust, im Osten, oben rechts vom Gebäude, ist auch schwierig zu beschreiben. Okay. Also wenn der Radardom links ist, dann ist es oben rechts vom Gebäude. In diesem Räumli. Mit den zwei so kleinen Kämmerli. Okay, jetzt haben wir zwei Helis. Das ist hässlich gestorben. Ich habe ihn. Weiter, weiter, töten. Okay. Ich kann wieder in die Scheiche bandagieren, sonst komme ich nicht vorwärts. Digi bandagiert sich der Scheiche. Yes, der Maverick hat das Intel gefunden. Sehr schön. Bravo. Naja, sie müssen irgendetwas gegen die Helis machen, sonst kommen sie nicht weit. Ja, was machen wir da? Eine gute Frage. Wollen wir etwas machen? Nein, wir machen nichts. Sie wissen das technisch gesehen. Ich könnte dann... Sie müssen zurück zum Fahrzeug. Haben Sie den Plan berücksichtigt? Wo steht das Fahrzeug? Dort. Helis schwirren um. Ich muss mal am anderen Hang suchen lassen. Aber jetzt ist es mit beiden Helis Suchscheinwerfer aktiv. Dann nicht, ich schalte sie an. Ich muss dann einfach dort suchen lassen, wo sie halt irgendwie... Solid copy! ...nicht sind, dass sie irgendwie eine Chance haben, zum Auto zu kommen. Jetzt da sind unsere Jungs. Ah, am zweiten Wachturm. Hättet ihr alles auf der Drohne können sehen und markieren? Okay, sie gehen standardmäßig vor. Ups, jetzt ist eine Granate explodiert. Okay. Bist du der Heli gerade am Steuern oder machst du etwas? Heli.
Geil! Jawohl! Yeah! Du kannst mit dem Willen verflüstern weg im Fall. Ja, ja, eins habe ich aufgenommen. Ich muss noch schnell mit dem Clip die dumm tun. Nicht nur das. So, jetzt muss ich schon gekriegt. Wirklich? Oh Gott. Das ist gemein. Das hat die Mörser im Auto, by the way. Er hat sich gerade darüber beklagt, dass er keinen hat. Ja, der Clip findet damals blöd kommentiert. Ich finde das lustig. Ja, Mal 50 Shades of Empty, danke der Nachfrage. Wie kommen sie jetzt eigentlich von dieser Insel weg, wenn so am anderen Ende vom Fahrzeug? Du hast vorhin den Heli gestört, darum hörst du mit denen amigs nicht, wenn du in der Pappe bist. Okay. Jetzt zum Beispiel. Ach, du bist in der Drohne. Oh, wir könnten mal unser Krach bumm loslassen. Nein, brauchen wir nicht, weil sie haben noch keine Mörser eingesetzt. Ja, das Auto ist am anderen Ende, das ist... Ja. Ich würde mal sagen... Eine schicke Chinook. Also. Ja, ist es so. Eben, gell, du hörst mich nicht, wenn du in einem Fahrzeug bist. Oder nein, so. Nein. Ich habe jetzt gerade beschlossen, ich schicke mal Chinook los mit Einheiten, die gehen Basis sichern. Wir sind doch relativ viel Verlust jetzt. Eigentlich ist es okay und sinnvoll. Ja, yeah, hau ich. Okay. Hau ich, wir sind eh gerade im Moment viel zu passiv mit. Ja, ja. Also, sie werden dort an dieser Weggabelung sich astropen. Und dann werden sie im Combat-Modus Basis langsam sichern. Weil unsere Jungs müssen immer noch zum Fahrzeug kommen. Dann könnten wir noch die zwei Pullenkerne losschicken, die zusätzlichen. Oder mal eine. Mal Drohnen ab. Ja, im Prinzip Polizei nicht. Okay. Weil die Polizei wird da nicht mitmischen. Stimmt, ja. Und es hat sie ja noch niemand gesehen, dass sie zivil sind, darum geht die Polizei ja noch nicht da. Auch dann, auch wenn sie es gesehen würde, wüsste das dann. Gut, aber wenn eine Basis in die Luft fliegt auf einer Insel und die Polizei weiss das. Also ich als Polizist würde dann jeden, der dort ist, zivil oder egal was, einfach kontrollieren. Weil ja, das ist sicher. Das sicher. Es geht mehr darum, du wirst nicht, dann holen wir den mal schnell zurück und lassen ihn landen. Warte, ich mache das anders. Heli, komm doch mal hier an. Tue dich doch mal da. Chinook, du kommst da und machst Fast Rope. Oh, landest du jetzt auch gerade dort? Was? Die Minifön ist dann auch Fast Rope. Also, der kommt zurück. Ah ja. Der Chinook wird jetzt dort bei dieser Weggabelung gerade oben an ihnen landen und die machen eine Abseilübung. Das sieht einfach geil aus. Mal schauen, ob sie es schafft. Ist relativ steil in der Luft.
Leck und die. Also, das sollte jetzt aerodynamisch gar nicht möglich sein, was die macht. Aber das Spiel macht's. Boah. Mal Kreml fragen, ob sie irgendwie Rostküste Escape-Möglichkeiten haben. Oh, man geht, glaube ich, gerade einen Funkspruch. Sie suchen nach Escape-Möglichkeiten. Das ist also nicht mit Auto nehmen. Also zu mir ist noch nicht gekommen. Kommt es ich nehme für, weiss auch immer noch, Bliant antworten. Ich nehme Verstander schicken. Verstander, besteht die Möglichkeit für einen Emergency Evac an der Ostküste antworten? Verstander, negativ, wir haben keinerlei Assets der Gegend antworten. Verstanden, das Übliche, also wir gehen wieder in die Funkstille und machen das Weg auf der, zurück in die Basis. Schluss. Und sie Jungs seilen sich derweil ab. Ich will dort Toggle Flashlights, bitteschön. So, jetzt ist die Party. Und du, liebe Chinook, gehst zurück, go landen. Copy that. Land, gut. Und unser Team geht im Aware-Modus stehend, Geschwindigkeit okay, aber im Staggered Column in Richtung I-26 das Gebiet sichern. On the way! Ja, dann lauft ihr durchs Feld, das ist auch gut. Ah, stimmt, ist aber nicht safe. Denn... Wow! Hä? Ellis haben gerade irgendetwas Doofes gemacht. Okay. Mensch, mit dem haben sie nicht gerechnet. Dass man dann gleich so schnell noch schnell die Basis zerrummt und gleich rausgeht. Und sie machen noch mehr Doofes. Ellis? Ja. Ich tue mal die Leichen entfernen, ist gut. Ich kann schon, ich kann schon. Hätten noch ein paar auf der Basis. Mike ja, 26. Das sind... Ah, die würde ich lassen. Also, ja, nein, kannst du sie ja wegnehmen. Ich denke FPS-technisch und so. Ja, nein, du hast nicht so viele Dinge rum, dass es... Ich habe jetzt eben gerade eine Patrouille mit viel Lämpchen losgeschickt. Da denke ich, juhu, werde ich immer mal ein bisschen Performance optimieren. Drohnen lasse ich hingegen liegen. Ja, Patrouille ist jetzt hier gerade vor Ort. So, und jetzt könnt ihr in Combat-Modus. Das ein bisschen gescheit absichern und schreien umeinander. Das ist geil. Ja, unsere Jungs sehen zwar nichts davon, vielleicht auf der Drohne, was nicht mehr haben. Ja, im Prinzip könnte ich es auch wieder löschen. Nein, ich kann nicht die Patrouille löschen dort. Also, was machen uns die Jungs? Jetzt müssen wir das Nachtsichtgerät aktivieren. Jetzt ist es definitiv zu dunkel. Jetzt sind sie einfach im dicksten Wald, okay? Ja. Und dann laufen sie zurück zur Basis, ja. Das ist doch eine typische SOS-Mission, Resort. Wir machen alles zu uns, wir nutzen keinen Mörser, wir laufen lang. Tja. Das Material wäre da gewesen. Ja, ich hätte es auch leicht anders gemacht, aber... Ja, vor allem ich wäre so scharf drauf gewesen, den Mörser zu brauchen. Ja, logisch, wenn du das Ding hast und das wäre jetzt mal so geil. Drohne, Mörser, was willst du mehr? Boah, richtig fegen. Ja, dann lassen wir sie zurückkommen, ist alles okay. Sie haben es ja geschafft, auch gut. Also ja, da bin ich jetzt gerade froh, dass ich dort nicht mehr befestigt habe. Dass man es auch so lösen kann. Ja, ja, du, das war für sie easy gewesen. Ja. Vor allem mit Standard-Settings kommen sie durch so eine Gruppe durch, ohne Probleme. Ja. Du bist jetzt gerade mit dem Heli am Sachen machen. Ich lasse ihn mal machen. Ah, du. Ah nein, ich sehe noch den Heli, der außen zufliegt. Mal schauen, wie sie reagieren. Ich kann mal zunehmen und los zu. Theoretisch. Wir sind unten der Duckt. Nur Licht und Sterne. So, Achtung, Slow-Mo direkt über uns. Bemannt. Ja. Yes, das war jetzt so eine JSRS-Szene. Irgendwo in einer Handvoll Bäume meine Scheiße herrschmeißen. Wir sind wieder auf Flüstern.
abwerfen. Jetzt denkt das Material einfach dort. Und ah, sie rennen dann sie weiter. Stechen alles weg. Und dann gehen sie das Material auf. Fälschlecher nicht, aber Funk behalten wir. Probier. Ja, technisch gesehen musst du den NATO wieder auf neutral stellen. Ah ja. Wenn sie das wirklich möchten. Ja, das stimmt. Ich mache sobald es der letzte. Nein, ich kann es im Prinzip jetzt machen. Also NATO-friendly. Ist gemacht, sie sind nicht freundlich. Alles gut. Jawohl. Wartet auf den Fatal, den VIP. Wir verlegen uns die Läufe voll los. Okay, jetzt haben wir einfach Waffen, die im Wald rumliegen. Ja gut, das ist ein Geocache, ein spezieller. Ja, wenn wir jetzt noch ein gemein wollen, zufällig ist eine Patrouille in der Nähe oder ein Heli gesehen. Nein, ich sehe jetzt nicht, es ist mitten in den Bäumen. Das ist unrealistisch. Nein, man sieht es nicht, aber... Nein, im Thermo siehst du... Nein, der Hass. Nein, es ist nicht den. Mal das, es ist nicht mal... Wie gestaltest du bei denen irgendwie das Licht da? Das ist schon... Gehst beim Modules, dann gehst du in Suchfeld ein, Flash, und dann siehst du Ace AI Toggle Flashlights. Ah, okay. Ah, schickst du die Suchscheinwerfer durch den Wald? Das war natürlich... Ja. Ja. Mach das. Ah, gerade von oben, ja, sehr schön. Die können dann auch im AWR-Modus durch, dass sie schneller sind. Jawohl, genau. Sehr schön. Yes. Geil. Mal schauen, was passiert. Im Prinzip hättest du es vom Hügel, hättest du vom Hügel links können abschicken können, sind sie näher. Nein, ich will nicht, dass sie näher sind. Ich will einfach, dass sie... was würdest du eigentlich am Schluss noch für eine Surprise machen? Ah, sie sollen einfach... wir machen einfach das Debriefing im Safe House. Und den Rest übernehme ich nicht. Okay. Kann ich wenigstens sagen, ich habe von nichts mehr Ahnung gehabt, was für Deniability das ist. Genau. Wir machen einfach das Debriefing und dann gehen alle durch das Debriefing und ja. Ich schaue dann mal. Jetzt muss ich schnell schauen, ob alles vorbereitet ist überhaupt. Doch, ist gut, ja, alles klar. Ja, also, dann nehmen wir halt den Walking Simulator spielen. Ich hätte nicht die Variante Nerf können haben. Hallo. Ja, du eben, ich mein... Sie sind fröhlich. Alles gut. Der Grund, warum ich eben so schnell und so hart mit der Verstärkung hier bin, oder wie du hast ja gesagt, jetzt hast du mal ein Ding und so gefunden. Nein, weil technisch gesehen weiss jeder und sein Hund, dass in die Basis angegriffen wird. Stimmt. Ja, nein, das ist schon gut. Das ist total okay. Ich habe es nur gerade nicht mehr so auf dem Radar gehabt. Eben darum ist gut. Sind wir zu zweit, um eben so Fragen stellen. War diese Trommel und die Arsch schieben. Ich würde sagen, kennt irgendjemand Free Kings? Hey. Sagen wir es so, wir sind im Proktologenzelt. So was? Der Plan ist nicht weiter weg, sie einfach Proktolog. Okay. Arsch? Wollen wir eigentlich ein Safehouse drücken, hat er da gesagt? Jetzt mal der Fall, das willst du nochmal fragen. Ja, wir gehen ins Safehouse, das habe ich euch gesagt. Hat er dazu gelassen? Sie fragen sich, was sie annehmen. Buben. Okay, da wäre der letzte Funkkontakt, den wir machen, danach werfen wir Funk weg. Ich mache noch Funkkontakt, dann schmeißen sie Funk weg. Problem für Bliad, Antworten. Verstanden, schick Bliad. Verstanden, was ist genau unser designierter Rückzugspunkt? Antworten. Verstanden, wie im Brief gesagt, zurückgefallen zum Safehouse. Antworten. Dann der Schluss, nicht Schluss. Wir werden unsere Kommunikationsmittel jetzt entledigen und sind auf dem Weg zurück. Schluss. Okay. Weg mit dem Funk, da haben wir vorne mal Licht. Weg mit dem Funk, da vorne haben wir Licht. Ja, was ein Fuller Kerl. Oh, jetzt wird's lustig. Jetzt könntest du eigentlich noch eine Kontrolle machen. Doch, kannst du noch eine Kontrolle machen, Jagger? Nein, kann ich nicht. Weißt du wieso? Warum? Das ist kein offizieller Weg. Wenn sie dort in eine Kontrolle geraten, dann ist es scheiße. Aha, okay. Weil das ist kein Weg, weißt du, was ich meine? Das stimmt. Okay, dann müssen die Fahrzeuge aber verschwinden, den nächsten. Oder ich überlasse dir das. Du machst das schon gut.
Das ist die erste Fahrzeug. Schauen wir mal rein, oder was? Hey, dürft ihr Licht anlassen, dann sehen wir auch etwas. Hallo, Licht anlassen, wir sehen nichts dahinter. Licht anlassen, wir sehen nichts dahinter. Ja, ja, Maverick. Gott sei Dank, endlich irgendjemand auf der Straße. Gott sei Dank. Hey! Wow, 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 wow. Gesagt, halt, Hand hinter den Kopf. Hey, okay, alles gut. Wir haben uns beim Wandern verlaufen. Was ist los? Bitte, Kassatte! Wandern verlaufen, okay. Ja, wir sind froh, dass wir euch finden, so könnt ihr uns mit in die Stadt nehmen. Oh Gott, ist das geil. Putz, 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 putz. Okay. Okay, könnt ihr Hand abnehmen. Gott, danke, Gott, danke. Ihr seid unsere Rettung. Weil, wo hätten wir überhaupt noch hin müssen? Wir haben keinen Plan mehr. Und das mit den Haufen Karten im Inventar, um fake Karten zu lesen. Ja, Hobby. Ich werde es ein bisschen übernommen. Okay, ich kann mich mitnehmen bis zum Polizeipost und dann. Oh cool, merci viel, viel mal. Hast du noch Flasche Wasser dabei vielleicht? Nein, gleich das hier. Okay, dann schauen wir in die Stadt. Ich will da nur einsteigen. Der linke. Der linke, links hat mir sicher da knapp gern nichts. Kannst du mal Licht machen ein bisschen? Die Lampe sehe ich. Ah, ja, warte, da ist er, glaube ich. Jawohl. Ich habe keinen auf, ja. Ja. Den noch. Glaube ich bei den? Ja, den. So, ganz schnell im Shadow. Moment schnell. Kann ich jetzt wieder. Ich höre dich. Soll ich mit dem anderen Fahrzeug zurückfahren? Ja, das und hast du das Licht vom Ding ausgeschaltet? Nein, sie haben sich beklagt am Anfang, ob es ausgeschaltet war. Mittlerweile brennt es wieder, ich sehe es. Aber dann kontrolliere ich jetzt den anderen Fahrer und wir fahren zurück. Okay. Gut, ich fahre einfach noch. Okay. Fucking Licht spinnt auf die ganze Zeit. Hack doch mehr, zum Glück ist das ein Offroad. Ah, nein! Ja, komm jetzt. Oh fuck. Ernsthaft. Warte jetzt mal, wenn ich es recht habe, irgendwie da die zweite Hütte links, da vorne, irgendwie so 150 Meter weiter vorne ist ein Supermarkt, vielleicht kriegen wir dort noch Wasser. Okay, ja. Ein Pollenmonster oder rum. Und die Jungs haben Durst, vielleicht mal Wasser im Supermarkt verstecken. Das ist erst 20.8, easy. Ah, okay, gut. Also ich rede gerade darüber, oh, wenn ich im Supermarkt bin. Aber sie wissen ja dann eh nicht, was es hat und... Oder wo
du bist am ersten Ort erkundigen. Also, lauf du voraus, ich habe keinen Plan mehr, ich bin völlig desorientiert. Ja, Ortskundig ist das zweite Mal hier, hey. Der Part nicht wohnlos, ist auch gerade zu. Definitiv. Point taken. Ah. Ah, da ist das Fluss. Ja, die haben ihn wieder runtergeschickt. Wenn wir dem nachlaufen, können wir der eine ist noch in der Luft, oder? Ja. Ja, aber auch noch mal, wenn er nicht landen hat wollen. Ich klicke dann nochmal auf Lande, jetzt wird das gut sein. Ich kann nicht so viel machen. Aber ich glaube, da rechts geht es drin runter. Ja, nur. No. Jetzt könnten wir. Ah, gibt es echt einen Glassenstand unter Verkäufer? Jetzt könnten wir schnell eine Wasserflasche Gag machen. Aber ich habe gar kein Asset parat. Nein, ich kann nicht. Aber. Hoppa! Jetzt soll ich mir noch dumm. Und geht runter. Ah, danke! Ich könnte mitlaufen als Zivilist und einfach dumm schnurren. Warte mal. Gut. Naja. Da ist jetzt ein bloß weg, kann ich nicht mehr. Standing by! Achtung, du hast Steine. Ja, immerhin das. Ah, es sind auch noch Sporten unterwegs und jetzt sind. Bats, Achtung, es hat den Steine. Ja, danke. Oh, mein Knie. Hey, da geht's Ja, wieso laufen denn nicht auf dem Weg? Ja, weil das ist die kürzeste Strecke. Oh, wir sind doch voll. Ja. Wir sind lang genug durch die Wildnis geschalbt. Wir wollen jetzt einfach nur noch heim. Achtung, Kopf nicht anschlagen. Ja, geht gerade so knapp, ich bin nicht so groß wie du. Gut, ja. Au! Oh, ein Rutschbahn, ja! Aber ich kann sie, glaube ich, nicht benutzen, oder? Doch, ja. Nein, kannst du nicht. Doch, ich bin runtergerutscht. Gut so halb. Look, juhu! Was passiert, wenn einem Zeus langweilig ist? Ja. Bitte vorne jetzt nochmal eine bei der Brücke zu. Okay. Die ist sogar beleuchtet, die sehen wir besser. Ja. Jetzt hat der Zeusblitz. Na nu? Wie bitter am klaren Himmel? Komisches Land. Das musst du jetzt aber erklären. Ja. Ja. Muss mit Wirtschaftscrash zu tun haben. Ja, ganz klar. Wirtschaftscrash. Kannst du einen Clippy machen? Denken Sie dann, die Nacht kann dunkel sein und Steine können sich in der Nacht verstecken. Warte schnell. Watch denken Sie daran, die Nacht kann dunkel sein und? Steine können sich so am Boden verstecken. Bett. Er hat sich ein scheiß Script dafür gemacht. Okay, das Script muss er in die Zeus Hangout reinschmeißen. Ja, aber sowas von. Was noch cool wäre, wenn unterschiedliche Clip hätte unterschiedliche Emotes gehabt. So. Ja, animiert wäre natürlich am geilsten. Das Hündli und der Wissenschaftler, das wäre geil. Aber einfach ja, cool. nicht mal animiert, aber weißt du, dass du unterschiedliche Dinge hast. Wenn wir weiter tun, müssen wir nicht weiter stören, die beiden. Nein. Haut ab oder aus, du. Ja. Vielleicht nicht immer noch, sondern schon. Ah oh, ja, Welches von diesen funktionell identischen Häusern ist jetzt wieder da? Ah, ich kann nicht schneller laufen, ich bin nackt. Genau. Das mit Schwuggel im Eingang. Ja, was? Cheerio. Welche Gehorsamst, wir sind zurück. Pläne liegen in meinem Arsch. Wer will sie holen? Also warte. Nur unsere haben leider keinen dabei gehabt. Hey, dazu sage ich nur so Folgendes. Stell dir vor, wie jemand jetzt so einen richtig langen Gummihandschuh anzieht. So. Hey, ich weiss nicht, was schlimmer ist. Der Gummihand in meinem Arsch, oder dass du den Plan nachher in die Ziffer musst. Hey. Ich muss sagen, der zweite ist, macht eigentlich den ersten Teil wert. Ja, dazu kann ich noch Folgendes sagen. Did you ever get fisted up to the elbow?
Mati hat. Keine Versprechen, die du nicht halten willst, okay? Mal das und B, vielleicht gefällt es ihm dann noch. Hey! Ah, oh, fuck, what? Au! Oh, my poor, poor Russian friends. You know, those missile blueprints belong to Israel and nobody else. Now, let me see. Ah, here they are. Magopa anti-tank missile blueprints. Israel is grateful to Russia for doing all the wet work. The spy cables revealed crucial details that were kept hidden from the public. Somehow, Israel's Mossad had got hold of the anti-tank missile blueprints. It sparked a behind-the-scenes battle between the two nation spies. South Africa wanted the blueprints back, asked Israel, and got this reply. In light of the strong cooperation between our services, we can, at least, return the missile plans to you. But on one condition. Israeli citizen Mr. Yitzhak Talia is involved in this affair. We would appreciate receiving confirmation from the competent authority that the Israeli citizen will not be prosecuted or involved in legal issues. It appears South Africa agreed, covered up Israel's involvement, and got its blueprints back, presumably only after Mossad had made a copy. 2 years later, a trial took place without any mention of Israel's secret role in the affair. The culprits were tried here, and the Israeli citizen involved walked away, immune from prosecution. Will Jordan, Al Jazeera, Pretoria. Okay, das heisst, wenn ich das Mal zurückkomme und Homeboxer schießen, ist das Shadow die Schuld. Gut, ja, doch, das, das ist der Schwuckel, der am Eingang stand ist. Ja, das ist, der ist der Typ mit der Rolex, oder? Das ist der Mossad-Schläferagent gewesen. Der hat schön gewartet, bis die Russen die ganze Dreck zusammen gemacht haben. Schlägt dann, wenn sie da sind, im letzten Moment zu, wenn sie nicht aufpassen und paff. Das stellen wir auch einen Mossad-Typ für unsere Sicherheit an, oder? Ich habe nicht gewusst, dass das ein von Mossad ist, aber ja. Wir werden ihn kontrollieren. Ich glaube, Hitler hat tatsächlich gesagt, Gas of Juice und nicht das Glass of Juice. Genau. For reasons now pronounced to me. Oh, fuck. Hey, also, shit, aber ist... Holocaust is fake history. Leider. Ja. Hey, aber krass, ich habe, als ich es getestet habe, die Granate hat mich unbewusst, also bewusstlos gemacht. Und die sind gerade wieder aufgekommen, habe ich mit der Pistole ständig nachhelfen. Das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Mit der Granate? Er hat eine Handgranate im Raum explodiert. Ja, er hat einen reingeschossen, die Türen zugemacht, gewartet und bumm. Von der habe ich nichts mitgekriegt. Ich schon. Ja, du bist da geblieben. Irgendeiner von uns ist da geblieben. Ja. Hä, was? Glitscht das Arm oder hey, was? Es gibt eine kleine Chance, dass es passiert, dass du stehen bleiben kannst, obwohl eine Granate im gleichen Raum mit dir explodiert ist. For reasons. Okay. Ich bin vermutlich der andere von der Schrapnell geschildert worden. Ja. Aha! Ja. Oh, das habe ich nicht bedenkt, aber ja. Es ist ganz einfach gewesen. Sie haben festgestellt, der lässt sich von irgendeinem im Arsch rumfummeln. Den wollen wir eigentlich nicht betatschen. aus Mission-Maker-Sicht, Shadow, du würdest es uns massiv schwieriger machen, wenn wir die anderen nicht anhand von der Kategorie erkennen würden. Kategorie? Wir haben gesehen, dass dort Riflemen sind und so weiter. Weil eigentlich hätten die auch nicht auf uns schiessen dürfen. Eigentlich hätten sie auch nicht auf uns geschossen. Ja. Hä? Was? Nochmal? Hä, Moment. Wir sind grün. Und sie sind blau. Wir sind grün. Aha, darum sind wir einfach so reingelatscht. Ja. Ja. Meinst du, darum ist es so entspannt gewesen? Ja, das muss nicht heissen. Weißt du, ich kann Bündnis umstellen. Das habe ich schon bedacht. Ja, das schon. Das schon. Nur... wenn du jetzt nicht mitkriegst, dass das Bündnis dort falsch ist, dann wären wir einfach durchgelaufen. Ja. Und wenn du dann mitten in der Mission umstellst, dann ist ja. Nein, ich habe gesagt, ihr seid Zivilisten. Solange ihr Zivilisten sind und nichts Auffälliges ist, passiert euch nicht, sobald irgendetwas ist, Waffe sichtbar oder ein Schuss fällt, dann wird es feindlich.
Aber Frage, ich weiß es jetzt nicht von der Sichtverhältnis her generell, wo wir in der Basis drinnen sind, hätten die uns gesehen können? Die haben wir selber gefunden. Haben die uns, ah, okay, gut. Also, ihr seid ja dort reingekrochen unten links und dann ist gerade die Dreierpatrouille auf euch zumarschiert und hat auch unter Beschuss genommen. Ihr hättet euch den Weg können merken von der Patrouille gesehen, die gehen eigentlich immer den gleichen Kreis. Weißt du, wann haben wir die gesehen? So, wo wir dort auf dem Hügel gelegen sind. Vorher haben wir die gerne gesehen. Right. Oh, ihr habt doch eine Drohne gehabt. Und was ist eigentlich mit dem Mörser? Der wäre eigentlich dazu gedacht, euch das Leben zu erleichtern. Ja, wir machen sicher so dermaßen Lärm, dass der NATO-Stützpunkt den so mitkriegt. So bescheuert sind wir den doch nicht. Ja, es hat euch Geschwindigkeit gegeben, wenn ihr ihre Basis angreift, egal mit was kriegt, dass der Stützpunkt so oder so nicht. Da sind wir langsam gewesen? Nein, wir sind relativ. Nein, was wir hätten können machen. Ich sagen, wir sind lebendig rausgekommen. Nein, die haben gut geschafft, Ich hätte einfach gedacht, hey, es gibt mal eine Nerf-Mission, hier Ziel markieren, klack, 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 und dann Mörser jetzt, und dann können wir abhauen. Ihr habt es nach Standard vorgegeben gemacht, ist auch gut, hat funktioniert. Wir haben gefunden, wir machen jetzt heute Close Quarter Combat und wir haben ihn durchgezogen. Ja, gut ab. Das Einzige, was ich kann sagen dazu ist, eben, ich habe ja noch gesagt, treffen die Funkantennen zuerst. Mhm. Weil auch wenn eine Explosion stoppt,